Dies ist der Mauticast. Alles über Open Source Marketing Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Ecki Gümbel. Ja, willkommen zur dritten Folge des Mauticast. Und wir nehmen das gerade auf zwischen Weihnachten und Neujahr. Thomas und ich haben uns für ein paar Stunden hier im Büro verabredet. Hey Thomas, wie geht's? Hallo. Sehr gut, selber. Ja, ist super angenehm natürlich, die Tage zwischen den Tagen. Sind immer so nett, ruhig, entspannt, friedlich. Ja. Alle noch in Weihnachts- und Glühweinstimmung. veröffentlicht wird das Ganze ja erst im neuen Jahr. Mhm. So für euch schon mal Happy New Year. Ja. Für uns nochmal nachträglich. Ja. Und Grüße in die Zukunft. Ja, genau. Ja. ja, wir haben heute vor allem ein sehr nettes Interview mit dem Norman Pracht. Zu dem kommen wir später, dem einem der Geschäftsführer von WebMechanic, mit dem ich über Open Source als Plattform für alle Arten von Geschäftsmodellen gesprochen habe. Das im Prinzip über die Funktionsweise von Open Source. Mhm. Ja, hört euch das an. Bevor wir dahin kommen, haben wir diverse andere Themen wieder vorab. Wir versuchen es relativ kurz und knackig zu halten. Wir sind, wie gesagt, in der dritten vollen Episode des Podcasts, die Folge 0 noch dazu. Wie immer findet ihr die Shownotes unter mauticast.de/3 in diesem Fall. Und neben den Shownotes gibt es natürlich die Social Media Kanäle, die üblichen von Twitter bis Facebook und Insta etc. Die sind nicht nur da, um neue Folgen zu verkünden, sondern wir freuen uns auch über Feedback. Es gibt auch immer noch ein bisschen Nachträge von unserer Seite nach den Shownotes, Ergänzungen, sofern erforderlich. Genau auf diesen Kanälen. Von daher klingt euch da ein. Noch viel wichtiger, auf iTunes freuen wir uns natürlich über Ratings und auch gerne über Reviews. Genau. Das hilft uns sehr. Und das Allerbeste ist einfach das persönliche Weitersagen, spread the word. Ja. Also wenn du andere Leute in der Mautic, im Mautic-Universum kennst, die es geschafft haben, den Mauticast noch nicht wahrzunehmen, dann bitte sag weiter. Das freut uns natürlich sehr. Vielen Dank. Genau. Gut, erstes Thema. Thomas, willst du es erklären? Der Marketplace. Ja. Soweit ich es mitbekommen habe, gab es eine Initiative von jemandem, John Linhart. Genau. Der einen ersten Schritt gegangen ist, um die Basis zu schaffen für einen Marketplace. Genau, und der hat das betitelt als eine Weihnachtsüberraschung, verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Also wie nett. Wenige Tage vor Weihnachten einen Blogpost rausgehauen und einen Forum-Thread dazu aufgemacht. Mit dem Verweis auf sein GitHub-Repo, wo er eine Basis für den Marketplace oder für einen Mautic-Marketplace veröffentlicht hat als Proof of Concept. Mhm. Ja. Und da geht es erstmal tatsächlich um technisches Fundament und um die Weichenstellungen, die da getan werden. Und prinzipiell ist das natürlich super cool, weil Plugins bisher eher so ein bisschen anstrengend waren, also zumindest Third-Party-Plugins in Mautic reinzubringen. Doch harte Arbeit und eher so für technisch Fortgeschrittene war und nicht für den Webbediener. Und was er jetzt hat, ist halt zumindest erstmal ein Konsolenkommando für diverse Dinge und die Diskussion über den Weg in die Zukunft. Und die Diskussion ist immer noch relativ eng. Ich glaube, also aus unserer Erfahrung, wir beide sind ja eher so CMS geprägt und da ist Marketplace oder Erweiterbarkeit, Extensions oder Plugins natürlich noch viel größeres Thema und dementsprechend ist für uns Marketplace auch immer erstmal ein ganz furchtbar großes Ding, das geht dann halt eben nicht nur um Extensions oder Plugins, da kann es auch um Templates oder sonst was gehen, es kann um Services und Trainings gehen, was immer man sich dann klicken könnte theoretisch auf diesem Einhorn-Marketplace. dazu gehört natürlich dann Payment und Abo-Modelle und ganz, ganz viele Dinge mehr, die da als Rattenschanz dranhängen, damit der auch dauerhaft gut funktioniert. Für heute haben wir uns im Vorgespräch so auf ein Thema eingeschossen, auf eine Facette, nämlich wenn man sämtliche technischen Aspekte mal beiseite lässt, wie schlau ist es eigentlich, überhaupt eine Web-Oberfläche für Mautic-Plugins zu haben? Und wenn es schlau ist, wie müsste sie aussehen? Und so ein Gedanke für mich war, oder warum dieser Gedanke aufgekommen ist, war zum einen, ist das überhaupt für die verschiedenen SaaS-Anbieter eine gute Sache, wenn Leute anfangen, sich selbst Plugins reinzuklicken? Und zum anderen,
wie gut ist das oder wie nützlich oder schädlich ist das, wenn auch die technisch unbeschlagenen Anwender anfangen, sich Plugins zu installieren und dadurch möglicherweise das System gegen die Wand zu fahren? Ja. So, und ja, Thomas hat vehement im Vorgespräch gesagt, SaaS-Provider, die machen das schon. Also an denen sollten wir uns halt nicht orientieren. Ich denke halt ganz einfach, eine Art von Marketplace oder überhaupt eine zentrale Stelle, wo jemand, der nicht besonders technisch beleckt ist, und da zähle ich mich einfach auch dazu, die Chance hat, ein Plugin, was eine Funktionserweiterung ist, zu installieren, Services anbieten und Payment lasse ich jetzt einfach bewusst mal erstmal komplett weg, ist schon ein Riesenvorteil für ein Open-Source-Produkt. Die Gefahr besteht natürlich, ganz klar. Ich kann mir was installieren und damit meine Installation auch kaputt machen. Das Risiko muss man einfach eingehen, aber ich glaube, es ist für denjenigen, der Mautic nutzt, einfach eine super Sache, zu sehen, was gibt es alles an Erweiterungen. Ganz ehrlich, ich glaube, es ist auch so ein Marketing-Ding, dass man das Ding leicht erweitern kann. Wenn ich irgendwem erkläre, und Mautic kannst du auch erweitern, hier ist das Konsole-Kommando, ist das doch gruselig. Also, ja, also allein aus der Sicht ist es, nenn es Eye-Candy, also über die Realität können wir nochmal gesondert diskutieren, aber allein aus dem Grunde finde ich es schon mal wichtig. Ja, definitiv. Ja. Und ich glaube halt einfach, die Chance zu haben, mein System zu erweitern, ist nicht nur aus Marketing-Sicht, sondern auch aus Nutzensicht eine super Sache. Also ich kenne es zum Beispiel aus WordPress, da sieht man ziemlich gut innerhalb einer WordPress-Installation sowas wie auch Sternebewertung oder Anzahl der Downloads, das sind für mich auch immer Kriterien. Ich gucke nach einer Extension, nach einem Plugin, was irgendwie Cookie-Banner macht, sagen wir mal sowas, hatten wir ja in der letzten Folge erst, und habe dann gleich 20, die behaupten, sie tun das, und dann kann man anhand von Bewertungen und Downloads schon ganz gut vorfiltern, auch wenn man nicht technisch Ahnung hat. Ja, ja, das heißt natürlich, also also diese Bewertung kann man natürlich alles innerhalb vom System machen, aber im Prinzip glaube ich, es kann keine Web-UI zur Plugin-Installation geben, ohne dass es dazu auch eine Marketplace-Website, ein Web-Repository gibt, wo Leute das schon mal browsen können, wo was von Google induziert werden kann. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Gut, also ist natürlich alles noch ein bisschen, wünscht dir was. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt anfängt, Dinge zu implementieren und Leute darauf aufbauen, dann muss das schon mal ein bisschen in die richtige Richtung gedacht sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe mit dem John mich noch nicht selber auseinandergesetzt oder unterhalten, wie weit er das schon alles vorgedacht hat, was alles schon in seinen Ideen enthalten ist und was er für sinnvoll überhaupt hält. Ich glaube, das wäre ein nettes Interview mal für die nächste Folge sogar. Ja. Aber zumindest, wo geht die Reise hin, ist ein wichtiger Aspekt. Und den ersten Schritt zu gehen und dann den zweiten und dann den dritten ist auf der anderen Seite auch genau der richtige Weg. Definitiv. Kann ich das nur feiern, was er da vorgelegt hat. Ja, und dann gibt es eine Neuerung in der Kommunikationsinfrastruktur der Mautic-Community. Okay. Nein, die Infrastruktur selber hat sich nicht verändert. Es gibt weiterhin Slack für alles, was kurzlebig ist und die Forums für alles, was eben nicht kurzlebig ist, also Support und alles andere darüber hinaus. Was es jetzt gibt, ist eine kleine Querverlinkung von Slack zum Forum, denn es wird immer noch viel zu viel interessantes, dauerhaft interessantes Zeug auf Slack versteckt. Ja. Und deswegen hat die Ruth für uns einen Slackbot eingerichtet, der auf bestimmte Keywords horcht und dann immer diesen charmanten Hinweis gibt. Es sieht aus, als ob du vielleicht Support-Anfragen hast, dann mach das doch lieber hier, bitte. Das ist eine extrem gute Idee, weil ich glaube, die Leute dran zu gewöhnen, lieber auf dem Forum zu diskutieren, als auf Slack, ist wichtig. Das geht natürlich oft genug schief, weil du halt ein Schlüsselwort auch mal anders verwendest und kann auch mal nerven, aber ich glaube, ist nicht schlimm. Im Moment ist es einfach wichtig und nützlich und deswegen gute Sache. Kleine Randbemerkung, es gibt auch eine App zum Forum, die hört auf den schönen Namen Discourse Hub. Natürlich ein extrem hässlicher Name, aber die App selber ist sehr nützlich, erlaubt es halt auch auf dem Mobilgerät gleich immer dabei zu bleiben und sehr elegant
mitzudiskutieren, Fragen zu stellen und zu beantworten und Dinge mitzubekommen. Mhm. Discourse Hub. Gibt es für Android und iOS? Ja, ja, genau. Ja, okay. Vielleicht sogar für Windows, ich weiß nicht. Windows, ja. Nein. Gibt's das noch? Ich weiß nicht. das, die heißt natürlich deswegen Discourse Hub, weil das Forum auf Discourse basiert, also die, eine Open Source Software für Foren und ziemlich cool. Letzte Randbemerkung, um die Verwirrung komplett zu machen. Es gibt auch Discord. Discord war mal, also ist ein Slack-vergleichbares Ding und es gab auch mal den Ansatz, das als Slack-Nachfolger für Mautic zu verwenden. Dieser Versuch ist erstmal auf Eis gelegt. Das heißt, das Mautic-Discord-Forum ist tot quasi. Ja. Ich glaube, es lebt noch, aber es ist halt, wird nicht mehr verwendet. Discord, aber ungleich Discourse, wenn irgendwo mal Discourse auftaucht, das ist halt das Forum. Punkt. Also ich rede lieber von forum.mautic.org. Ja. Gut, dann kam ein anderer Vorschlag von unserem Freund Nico Grinauer in Österreich. Hallo Österreich. Der hat nämlich kurz vor Weihnachten noch eine andere Gabe reingeworfen oder zumindest einen Vorschlag für eine Gabe, nämlich einen Open Collective. Also ein Sponsoring-Kanal, also ein Kanal für finanzielles Sponsoring für Mautic. Er hat ein Beispiel reingeworfen für Drupal Austria. Im Prinzip halt eine Webseite aufzusetzen, hier kannst du Geld einwerfen für Mautic. Sei es als einmalige Spende, als regelmäßige Spende oder was auch immer. Ja. Ja, mehr gibt es wahrscheinlich gar nicht. Ja. Coole Idee. Ich wäre auf alle Fälle auch dabei. Insgesamt fühlt es sich für mich ein bisschen früh an. Wir sind halt so von der Organisation her noch gar nicht so weit, dass wir wüssten, was tun wir eigentlich mit dem Geld, dass wir eine Körperschaft hätten, die das Geld dann verwalten könnte oder regeln oder was auch immer. Und all das wollen wir unbedingt haben, aber jegliches Organisieren bindet erstmal Ressourcen und im Moment müssen wir halt extrem haushalten mit den Ressourcen, was organisieren wir als erstes. Für mich ist so mal die Priorität, erstmal das Team erweitern, ja. Da die Energie reinstecken. Geld ist, glaube ich, im Moment gar nicht mal so der Engpass, wenn ich ehrlich bin. Eher so Menschen und deswegen jegliche Aufmerksamkeit würde ich im Moment auf Menschen lenken. Von daher, die Initiative sollte man natürlich nicht verpuffen lassen. Ich würde eher vorschlagen, das erstmal als private Initiative tatsächlich zu machen und zu sagen, hey, hier ist die Webseite, hier ist der Sinn davon, das ist der transparente Prozess und das geht zu 100% natürlich an die Community gemäß dieses Sinn und Prozesses und ab dafür. Und dann muss man halt eben nicht Abstimmungsrunden mit anderen fliegen und den Zeit stehlen, auf Deutsch gesagt, ja. Und kann das später immer noch überführen, wenn wir dann eine Association oder so haben. Ja. Ja. Aus meinem Erfahrungshorizont gibt es noch einen etwas handfesteren Weg, nämlich dass man sagt, okay, ich habe nicht nur ein allgemeines Regularium, was mit diesem Geld gemacht wird, sondern ein konkretes Ziel. Also hier ist ein Feature X, ein Tech-Manager oder irgendwas, was ich gerne finanzieren möchte oder wo ich einen konkreten Vorschlag idealerweise schon habe, hier das und das wären die Features, das kostet x Euro, davon brauche ich noch y Euro und hier ist das Barometer, wie viel jetzt eingeworfen wurde. Ja. Also ein echtes Crowdfunding, da gibt es ja auch diverse Plattformen für, kenne ich wieder aus anderen Open Source Projekten, funktioniert wesentlich besser als ein allgemeines Geld einwerfen und da wäre ich halt auch, ich spreche mal für uns als Leuchtfeuer, da wäre ich halt auch sofort dabei, wenn es ein gutes Feature ist, dann halt auch gerne finanziell konkret dieses Feature zu unterstützen. Das, ja. Dazu gehört natürlich immer, dass jemand auch die Verantwortung übernimmt, dass dieses Geld sinnvoll verwendet wird und dass dieses Feature wirklich an den Start kommt. Das ist halt eine Rückkopplung wieder zum Thema Menschen und Verantwortung verteilen und nicht nur Geld anonym einsammeln, was dann irgendwo in Töpfen versauert. Ja. Ganz ehrlich, das habe ich halt auch schon leidlich erlebt in anderen Open-Source-Projekten. Da steht viel Geld zur Verfügung, wird von den Teams gar nicht abgerufen, weil es halt an der Organisation, an der Ownership und an der Umsetzung einfach hapert. Was aber schön ist, jetzt hatten wir zwei Beispiele für Initiativen aus der Community und das ist ja einfach auch eine tolle Sache. Ne? Soll ja nicht heißen oder soll auf jeden Fall heißen,
alle freuen sich darüber, wenn Leute anfangen, was zu starten. Und das ist ja oft auch der Zündfunke, dass jemand sagt, okay, ich fange jetzt mit etwas an und andere dann einsteigen und mitmachen. Ne? Total, genau. Und auch hier wieder ein einfacher erster Schritt, hab ich ja Beispiele gesagt. Ja. Und los, ist halt viel besser als lange diskutieren. Ja. Und ja, was eine ganz gute Überleitung ist zu Norman. Mhm. Norman war so einer der ersten Kontakte für uns alle, also für uns hier bei Leuchtfeuer mit dem Mautic-Universum, mhm. Naja, nicht ganz der erste, aber ein unter den ersten und ist ein total netter Typ und deshalb freue ich mich besonders, dass ich mit ihm noch vor Weihnachten ein Interview aufzeichnen konnte. Hier ist es. Yeah, today I'm very happy to say hello to Norman, who's an old friend of mine. So basically one of the very first touch points in the Mautic universe for myself. And I'm glad you're here today. Hi, Norman. Hi, Eke. How are you doing? Well, I mean, it's a busy end of year. We have many things going on in the Mautic community and also for my company. So working hard. Yeah, we're recording this close to Christmas, so please excuse any noise in the background on my side because people are preparing for our agency Christmas celebration that involves carrying a bit of beverages, etc. So sorry for that. Yeah, again, thanks for your time today. I would like to start by asking you to tell me a little bit about yourself, where you are located, what you are doing with Mautic today, what products you guys offer, who your customers are, etc. So tell us a bit. Yeah, so I'm Norman, I'm the general manager at WebMechanic. And WebMechanic is offering a cloud version of Mautic open source, which includes support, maintenance, and also certain type of services like training. We are located in France, but we are currently trying to expand in several countries in Europe. And what we care about, especially, is the different local constraints and laws, and especially GDPR, which is an important topic for marketers in Europe. Yeah, and who do we target and with who we work for? With who we work are any type of enterprises. They could be startup, SMBs, or large accounts, and in both B2C or B2B activities. Hmm, fantastic. And I know it's a valuable asset in the Mautic ecosystem. but how did all that get started? I actually never asked you that question. What is the history behind WebMechanic and Mautic? Yeah, the story is interesting. I think, yeah, the story is telling is nice. So I've been arriving here in this company 5 years ago. At that time, WebMechanic was a web agency with another name. And we were using for our customers marketing automation software called NetResults, who's actually an excellent product founded by Michael Ward and its family in the Colorado. And we were using that solution for our customers. And at a certain time, after 1 year I was working on that, we really felt that there is an interesting trend on the market concerning this technology in France. And we wanted to switch from the web agency experience to become a software vendor. And at the same time, we discovered Mautic. So that was 4 years ago. We first tried to install it. We tried to understand how it works. We were trying to understand if it answers our customer needs. And we finally jumped in. We started to contribute, and we finally decided to use that open source technology as core of our cloud marketing solution for our customers. Okay, so you started contributing pretty early up. Did you have any experience with open source prior to Mautic? Never. I mean, this is not true because today when you're tech, you are almost having experience with open source all along your dev working life. But in the web agency, we were working on WordPress, for instance. So we were already using some open source technologies, but we weren't really getting into the community. We didn't contribute, we didn't comment or give anything to the community, really taking a standard
WordPress package as do many people today, and installing it for our customers and customizing it. So while joining Motic community, we discovered a young community at that time, because I think when we started, it was version 1.2 and still a really early project. But because of the size of the community, they were an interesting space to take and a role to play to help this community growing at that time. So we learned open source really with Motic. Okay, and you kept going that way all along and are still a very strong contributor and among the largest in total, right? Yeah, so today using Motic and making our customers using Motic is our main work and to everyday's job. So we are investing a lot of time in Motic in developments, bug fixing, or even community administration. To give you just an example, in 2019, so the current year, we have contributed over 100 times to the code to give features or fix bugs. Wow. Well, excellent. Very good. I wished everybody would be doing that. But maybe that should be really the main topic of our conversation today is how does open source really work? The underlying assumption or concept is that the software wins and gets better all the time because of growing contribution. And the contributors, like you, win because they not only have a good and well-known software at hand, but also they make themselves a name. They create growing demand for services of all sorts, which they can then sell to others. So the fact that the software is free of license cost does not mean that people don't need professional services around it. So I know you do SaaS offerings, and you do training and support, if I'm not mistaken. But in general, what sort of services around Motic make sense to build a business around? Yeah, this is, I think, and this is right, and this is the philosophy around open source. This is a win-win situation. The open source grows thanks to contributors, and contributors get this feedback also, because the contributions are bigger, then each feature are better and stuff like that. So today I see different way of building activities around the open source community. I would say there are three types. First, there are a first technical layer who's really oriented around hosting, fixing, maintaining, working on updates and stuff like that. So basically, it's a work more oriented for technical guys, developers. Most of the time, it could be outsourced. So this is the first type of activities you can find around. A second type of activity can be around the product itself and what it offers. So, for instance, with Motic, you can send emails and stuff like that, but you could want to have some extra features like plugging the software to a call center because you need to call your customers or leads, having email templates because you don't have developer in your team and you want to have a nice looking email template, etc. So this is also technical, but more oriented around the feature itself. And to finish, there is a third piece of layer where you can create services around and make business on. And I think this is maybe the most important today. It is all around the usage of the product. Because having a technical product doesn't make the product working. And this is the same actually you can have with the CMS world. You can download a WordPress. It doesn't mean that your WordPress is performing. You need an agency who will advise you how to make the UI, then how to make the UI, then how to make the UX, then how to present your product, make content, etc. And you have exactly the same type of issues or
challenges to face with a marketing automation solution. You need advices to build a strategy. Maybe it's a web agency can help you on that. You need to produce some content for your landing pages, your emails, your SMS, etc. And all of those services around the usage of the product are really, really expected and searched by enterprises using this type of product. Yeah, I think that covers it all. Basically, I find specifically tricky the idea of selling specific templates or features to multiple people. I've seen a lot of freelancers or even agencies who offer services like you need an email template, I can do it for you, or I can create a custom plugin for you. But there's still no marketplace where you can offer boilerplate templates or plugin like you would for WordPress, for instance. People are doing it in their own location, but there's no common thing like that. Have you heard anything about the latest rumors on doing that in Mautic? Yeah, this is an interesting topic, and you're right. To make a community growing, we need to help people that can make some money around it. The life is easier because more it's attractive in terms of budget you can win with, more people will come and jump in also. So again, it is win-win. So at a certain point, I think we'll need to find a way to make trading much easier as it can be on WordPress, for instance. I know the marketplace is something the Mautic community want to implement. I don't believe it will come in the short months because we currently have other priorities. Yeah. Other priorities. But I believe at the end of the year, we may have some interesting news about it. Cool. Okay. In general, do you see any change, any increase in demand for services around Mautic? I wouldn't say I see an increase of demand because the demand has always been there, but I feel more that there is a change of the type of demand. At the very beginning, people wanted that we help them to build campaign in, to create emails for themselves, etc. Because I had the feeling that the market was less mature, at least in France and in Europe. And more those enterprises want to be autonomous. They want to be trained and to use it themselves in their own companies. By the way, there is new jobs. You can be a marketing automation manager. It wasn't existing 5 years ago. And in consequence, it's more about training to be autonomous. And then they need more advanced features. So I see more and more requests to have custom plugins or custom features that answer to a specific needs to a specific market. Yeah, I would agree with that, but that might also be in a bubble because our clients tend to be larger clients with more custom needs as opposed to the SMBs who are in different tiers. I'd like to get back to the different nature of services, like creating campaigns on the one hand, creating plugins, coding on the other hand. Do you see any general difference in thinking between the tech and the marketing audience and the service providers in the way they do open source? Definitely. And this is also something I think we should work on because today there is a huge space for technical peoples and the product itself has been created. The project has been created on a technical core team with technical tools, tools to create code, to manage version and stuff like that. But at the very beginning, we didn't integrate like marketing teams or stuff like that. And those way of contributing are also very important because they all make the community bigger and better. And if we offer today the only way to contribute through code, we will probably miss some different type of brains, like marketers, like
I don't know, researchers, like users or stuff like that, because they don't find a way to express themselves or to give back their feedback, to share the market trends they can see or what they should have met on a competitor's website or stuff like that. So there is several ways to contribute. And if you go to the Motic blog, you will see that more and more we are calling for contributors, but not only developers, also marketers, community administrator and stuff like that, because you can contribute by publishing some content, by administrating the forums, by imagining the future of the features and stuff like that. Mm-hmm. Yeah, and on top of that, or even before that, I think one thing we need to work on is make the concept of open source well understood to everybody, because in my experience, technical people are more familiar with the concept as opposed to people that come from the marketing side and may have never really heard about how open source really works. And then the technical barriers, et cetera, that I just mentioned, those are seem to be a recurring theme these days. It comes up again and again. So yeah, it's the way to go. Different question. Open source, we talked about the different type of clients, but some have the feeling that open source is always those clients that don't have money anyway, so it's low budget. Is it a trend? Is it a general truth, or is it completely wrong way to think? I think it's wrong, even if I can understand it, because maybe people sometimes are greedy, or because they simply think because the code is open, then it's free. So it probably drains people that are looking for something free. But it's more about how you make your business around it that make the type of customers you have. If I give you some examples, for instance, you may know Drupal, who's also part of Acquia, the owner of Motic. And Drupal is a CMS who is targeting big companies. If you want a simple and small project, you don't choose Drupal. And the recent communication of Acquia, for instance, was showing that they target big accounts and they want to compete Adobe. And if you know a bit what Adobe is offering, and especially on the marketing cloud solutions, their solution is really expensive, full of features, and not at all targeting low-budget customers. So somehow it's more about how you present it and how you install it, how you package it, and all the services around you put will draft the type of customers you have. Mm. Okay, yeah, that's something for the marketing team to work on the messaging and move it up and polish it up to avoid the impression that we're about low budget and not so high end, because the tech is frequently high end, but people then don't really believe it because the marketing is not as shiny as the commercial guys. Yeah, agreed. Okay, before we get to the end, is there any downside? Is there any risks that people should be aware of when they consider providing services for an open source product such as Motic, and being contributor to? So I wouldn't say there is a risk, but there is something I would be happy to share is more around the open source philosophy. I would love that people really take into consideration that philosophy before jumping in a project or making business around this type of project, because as we said before, this is a win-win situation. And if somehow at a certain point the balance doesn't go correctly on both sides, you may face some frustrations. And this is really something we all should keep in mind. If you join a community and you expect to make a part of your business relying on it, you need also to appropriate to yourself this philosophy, which means sharing with the community and sharing with the other people, giving back to the community what the community brings to you. And I've been writing about it because I think people miss the information how easy it is to contribute to a community and how important it is to help other community members to take advantage of what we all do.
Also, there is something I would like to highlight is that Motic and most of the open source projects are under GPL license. And this is something important because this is also part of the philosophy. There is no contract you sign with the community or whatever, but when you, for instance, you're an agency and you want to make some custom developments for a customer and stuff like that, you should also encourage your customer or your user or even in your inside your teams to keep what you're doing extra under the same license and to offer it to the community as the community offered you the basis for it. So you're never constrained, but if you don't play the game, then at a certain time the balance will not go in both sides. So this is something I really would like that people integrate in their way of working with the community when they jump in. Yeah, I agree. I even think it's a good thing for people to publish what they did or what they got created. If I have a, if I paid for a custom integration to some CRM, then either I can pay for the maintenance for it forever, if there's any version upgrades or so, or I can make it public and hope that the community will take over maintenance and do the work for me in the future. Exactly. If you do the work well and you share with other people, they will also invest some energy. And again, this is a positive cycle. If you give something, other people will give something back and you will take advantage of it. This is open source philosophy of community. Yeah, perfect. Perfect end. What's coming next from WebMechanic? What can we expect in the next couple of months? So first I would take 2 weeks of holidays, but, after that, we are launching like in the current days, a new version of our portal. Our portal is kind of an interface that allows our users to manage multi-instances, to do cross-action on cross instances and stuff like that. But at the very beginning of the year, we would like to start working on a new email builder for the Motic community. We know that today it's a pain in the software because it exists more performing technologies today. And WebMechanic, as good contributor, would like to carry that one. So review the interface for better user experience and having the ability to do more and better. And also adding a new technology in the back who provide a really high quality HTML for different email clients. Wow, love so it. So that's the very next. I believe we can achieve that in Q1 2020. That will also depend on the community because we'll first make an MVP and then share it with the community, get feedbacks, try to enhance the different features around it, and then see with the community how is it accepted to merge it in the core. So this is the first big step, and then we have every year something that we care about is something we call Automation Day. It's an event around the marketing automation and in general all the different topics that can turn around. Last year we did it in France in September, and the subtopic was content marketing. I can already tell you that in 2020 the topic will be marketing automation and user experience. So I think we have a lot to say around it. So that's something important for us. We have about like 300 participants each year, so that's interesting to come and to meet different actors of this ecosystem. Fantastic. Wow. Where can people find you online? They can find us on LinkedIn if they want directly to talk to me concerning community or whatever. And of course, on our website, webmechanic.com, if they want to find some information about our company. Perfect. Thank you so much for your time, Norman. It was a pleasure and also a very valuable discussion, I think. Thank you for the invitation. Appreciate your time and I talk to you soon. Thanks. Bye-bye. Bye. Ja, nächstes Thema. Was liegt denn noch so an in der Zukunft? Zum Thema Events gibt es eine Neuigkeit, die berichtenswert ist, nämlich die asynchronen Team-Meetings. Okay. Ja, das hat eine spezielle Bewandtnis. Und zwar hat sich halt herausgestellt, dass die Team-Meetings, also die Mautic Community Team-Meetings, Marketing, Product, Documentation etc. oder Education,
tatsächlich schwierig sind in der Findung einer geeigneten Uhrzeit. Da sitzen halt Leute in Indonesien und Leute in den USA und die sind einfach mal komplett gegensätzlich gepolt, was die Tag- und Nachtzeit angeht. Und man findet also keine wirklich geeigneten Uhrzeiten, wo jeder kann. Mhm. Jetzt kann man das im TikTok machen, mal diese ausschließen, mal jene ausschließen, aber besser noch ist, wir haben jetzt folgendes Vorgehen uns überlegt, oder Ruth hat das vorgeschlagen. Es gibt die Community Calls und es gibt zu jedem Agendapunkt dann ein Thread im richtigen Slack-Channel, also zum Beispiel T-Marketing fürs Marketing-Team, und da gibt es dann für jeden Agendapunkt einen eigenen Thread und da kann dann weiter diskutiert werden, asynchron. Okay. Und das ist total nett, auch für die Leute, die einfach nicht geschafft haben, Zeit zu haben für den Termin. Da kann man nicht nur nachlesen, sondern kann man halt auch noch fortsetzen bis zum nächsten Meeting. Sehr, sehr gute Idee. Mhm. Ansonsten haben wir hier keinen kompletten Ausblick oder auch Jahresrückblick gemacht. Habt ihr schon gemerkt, wir haben also eigentlich eine ganz normale Folge gehabt und es ist einfach wahnsinnig viel auf der Liste für 2020. Das Jahr ist so lang, da würde ich mich nicht mal für 3 Monate einen Ausblick trauen. Ja. Für mich selber habe ich aber ein bisschen Vorsatz. Neujahrsvorsatz ist nicht so mein Ding, aber so mein Fokus für das neue Jahr ist vorhin schon mal ein bisschen angeklungen, nämlich dieses Konzentrieren auf Leute, auf Menschen, die mitmachen. Mhm. Ich würde also gerne so viel ich kann beisteuern, um die Community weiter wachsen zu lassen, weil das irgendwie die Wurzel von allem ist. Wenn wir genug Leute haben, die bei der Community mitmachen, dann kann halt auch das Produkt schneller, besser werden und das Marketing und alles andere, alles basiert halt darauf, dass wir Leute haben, die Lust haben, die verstehen, dass das Spaß macht und wie man mitmachen kann darauf basieren, dass es auch Wege gibt, da zu starten etc. Das ist also das Allerwichtigste. Obwohl mich natürlich Produkt etc. auch extrem reizt und es gibt so viel spannende Themen. Ja, vielleicht ist ja was für dich dabei. Genau. Gut, so viel aus dem Jahr 2019. Wie Thomas schon sagte, schöne Grüße ins neue Jahr. Ja, genau. Und wir hören uns in alter Frische in 14 Tagen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. We'll be right back.